die Schönheit im Alltäglichen. Schönheit, Gütigkeit, in des Wunders hier und jetzt, unerwartet Wirklichkeit. Dag Hammarskjöld. Das für mich Hochinteressante an diesen Worten ist die Verknüpfung von Schönheit und Gütigkeit. Gütigkeit ist ein Wort, das in unserem Sprachgebrauch nicht vorkommt. Wir verwenden Güte. Ist es nicht so, dass Güte eine Handlung impliziert? Dass wir aus der Güte heraus gütig handeln und Gütigkeit eben dieses nicht. Es ist etwas, das das komplette Wesen erfasst. Wenn Schönheit tief in uns fällt, es ist eher still. Es ist ein Staunen, eine innere Bewegung, die kein Vergleichen kennt, die nichts be- und entwertet, die nichts in Bezug setzt. Es findet statt, jetzt, in diesem Augenblick. Das Wesen der Schönheit ist Gegenwärtigkeit und Unvergänglichkeit zugleich. Wahrnehmen können wir Schönheit nur in der Gegenwärtigkeit, nur jetzt. Sie ist allgegenwärtig und es ist nur möglich, jetzt sie zu erkennen. Die Auswirkung, der Aspekt der Unvergänglichkeit, der findet in der Wirkung in und auch durch uns statt. Das heißt, wie sie unsere innere Haltung, unser Schauen auf das Leben beeinflusst. Sie verändert sich. Wenn wir Schönheit erkennen, als Wirklichkeit erkennen, dann ist es eine innere Bewegung, dann ist es auch ein Weitwerden, ein Weichwerden. Es ist eine andere Haltung, der Raum öffnet sich. Und Weite und Offenheit, darum geht es. Schönheit führt in Weite und Offenheit. Und Weite und Offenheit erkennt Schönheit. Das ist scheinbar ein geschlossener Kreis. Wie ist es möglich, in diesen Kreis hineinzukommen, ihn zu verkörpern? Noch wichtiger, was hindert uns daran? Und für mich sind es zwei Hauptmerkmale, ja, Hauptaspekte, die uns daran hindern, in diese Weite und Offenheit, in dieses Erkennen von Schönheit als Wirklichkeit, in jedem Augenblick im Alltäglichen wahrzunehmen. Das eine ist unsere Vorstellung. Wir haben unglaublich, unendlich viele Vorstellungen von Schönheit und Erwartungen. Das heißt Perfektion, das heißt genau so, wie ich sie mir vorstelle, soll sie stattfinden. Wenn es so nicht stattfindet, nehme ich sie nicht wahr. Der andere, für mich noch wesentlichere Aspekt, ist, dass wir eine Brille aufhaben. Wir haben eine sehr eigentümliche Brille auf, die unsere Sichtweise stark eingrenzt. Diese Brille erinnert mich an die Brille bei Kindern, wenn ein Auge schwächer und das andere stärker ist. Dann wird das Auge verdunkelt, das stärker ist, damit das schwächere Auge motiviert wird, stärker zu werden. Das heißt, dass das Schwächere sich nicht konstant auf das Stärkere verlässt, sondern seine Schwäche im Grunde überwindet, um stärker zu werden. Daher wird das Stärkere zunächst verdunkelt. So kann die Sehkraft in die Balance gebracht werden. Das ist ein sinnvoller Prozess. Wir kehren diesen Prozess um, indem wir eben nicht das verdunkeln, was sowieso schon stark da ist, sondern das andere, das Schwächere. Das heißt, unsere Sichtweise auf alles, was wir unschön empfinden,
die wird weiterhin gestärkt. Und das, was uns tatsächlich in die Balance bringen würde, das Wahrnehmen von Schönheit im Alltäglichen, genau so wie es jetzt ist, ist allgegenwärtig, immer. Allgegenwärtig, es ist Gegenwart. Das wird geschwächt, indem wir einfach uns fokussieren auf das, was wir als unschön empfinden. Das heißt, unser Verstand, unsere Logik erkennt sehr wohl, dass es völlig sinnentleert ist, diesen Prozess umzukehren. Unsere Emotion macht genau das. Sie kehrt ihn um und lenkt das, was Heilung wäre, lenkt den Fokus immer weiter auf dieses eben als nicht schön empfundene. Das heißt, die Heilung findet so nicht statt. Wir geraten aus der Balance und wir wundern uns, dass wir aus der Balance geraten, wo wir doch das stärken, was uns schwächt. Tag für Tag sind wir geflutet mit tausenden von Bildern, von Schmerz, von Krieg. Bilder, die in uns Unsicherheit, Angst und die Erinnerung an Schmerz und Verletzung wachrufen und wachhalten. Und die haben dem nichts entgegenzusetzen. Wir verstärken diesen Fokus darauf, obschon unser Verstand weiß, dass es nicht der Schlüssel ist und die Emotion auch nicht der Schlüssel ist, diesen anderen Raum, nach dem wir uns sehnen, zu öffnen. Verstand und Emotionen, Emotionen, die uns so fest im Griff haben, die uns fesseln im Grunde und in der Vergangenheit und in der Zukunft halten und nicht hier in der Gegenwart. Diese beiden sind nicht geeignet als Schlüssel, diesen anderen Raum zu öffnen. Es ist die Stille. Die Stille, das Innehalten und das Spüren. Das Spüren von dem, wie es jetzt ist, und das Lauschen in die Stille, das bringt uns hier in die Gegenwart. Das bringt die Möglichkeit, dass wir uns verändern, dass etwas in uns sich verändert, dass wir in den Prozess, in diese andere Wahrnehmung hineingehen können, dass wir uns öffnen können, dass wir unsere Sichtweise weiten können. Denn so sehr wir mit dieser merkwürdigen Brille spazieren gehen, so gut ist es, es ist nur eine Brille. Es ist nur eine Brille. Das heißt, wir können sie ablegen. Diese Brille, die verdunkelt und so schwächt, die können wir ablegen und tatsächlich schauen, mit offenen Augen schauen, wie es wirklich ist. Was ist da jetzt? Wie ist es jetzt? Und so kann diese innere Haltung in eine, ja, diese innere Bewegung in eine innere Haltung hineinmünden und diese innere Haltung kann dazu führen, dass sich alles verändert. Das heißt, es verändert sich nicht sehr viel im Außen, aber wir sind anders da. Und das Erkennen von Schönheit als Wirklichkeit ist eine unglaubliche Kostbarkeit. Und diese Kostbarkeit, die ist in uns. Es gilt im Grunde nur, dann zu lauschen und zu spüren, wie es ist. Wie es jetzt ist, damit sich diese Sichtweise verändern kann. Und da gibt es einen sehr alten Satz mit vielfältigen philosophischen Interpretationen und den möchte ich jetzt beiseite lassen. Ich möchte es sehr persönlich interpretieren. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Dieser Satz von Thukydides
zeigt sehr deutlich, worum es wirklich geht. Das heißt, Schönheit, wenn sie als Wirklichkeit erkannt wird, verändert unsere Sichtweise. Wir verharren nicht weiterhin auf dieser einseitigen Sicht, mit dieser verdunkelten Brille, sondern wir gehen in eine offene Haltung, in eine offene Sehweise und sehen das, was anwesend ist, im Alltag, im Augenblick. Es ist immer da. Und diese Sichtweise, die kann entstehen, weil wir eben nicht mit eingefroren sind, wie es diese merkwürdige Brille uns scheinbar vorgibt, sondern wir haben nur ein Standbild, das eingefroren ist. Also es ist nur die Sichtweise, sind wir nicht ganz und gar in unserem Wesen. Wir sind Bewegung. Jede Zelle in uns ist Leben, ist lebendig, ist Bewegung. Und daher sind wir immer zugleich Betrachtende, Bewegung und Bewegte zugleich. Und so ist es möglich, die Schönheit als Wirklichkeit tatsächlich zu erkennen und damit anders da zu sein. Sie ist als Wirklichkeit zu erkennen, zu erfahren, tief in uns, im Jetzt, hier sein.